Der Wort und Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände nicht loslässt. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, diese Situation dürfte neu für uns alle sein. Sie ist wahrscheinlich auch einzigartig in einer sehr langen Geschichte christlichen Gottesdienstes und evangelischen Gemeindelebens. Es ist eine Situation, die keiner von uns sich je gewünscht hätte. Eine Situation, die nicht deshalb, weil sie neu und unbekannt ist, uns schwerfällt, aber wohl, weil mit ihr Schwieriges und teilweise regelrecht Tragisches verbunden sind. Die Schwierigkeiten, die Menschen, die eine ganze Bevölkerung, ja, eine ganze Erdbevölkerung in Zeiten der sozialen Desintegration haben, diese Schwierigkeiten sind etwas, auf das wir alle uns nicht einstellen konnten oder wollten. Es sind Schwierigkeiten, mit denen alle jetzt konfrontiert werden. Aber es sind Schwierigkeiten, Härten, Traurigkeiten, die einem ganz wichtigen, einem buchstäblich heilsamen Zweck dienen. Und darin liegt etwas, das uns nun doch nicht ganz unvertraut sein kann. Im Gegenteil, wir sind doch mitten in einer Zeit, in der Geschichten, Ereignisse, Erfahrungen, die kein Mensch sich wünschte, die niemand erleben möchte, uns beschäftigen, weil sie in ihrer abgrundtiefen Traurigkeit, in ihrer Grausamkeit zum Heil dienen. Das ist die Passionszeit, in der Zwecke erreicht werden durch Mittel, die in schreiendem Widerspruch dazu stehen. Das Leiden des einen als das Leben aller zu begreifen, ist Jahr für Jahr etwas, was uns in diesen Wochen herausfordert. Jetzt sind wir persönlich mit in dieser Geschichte gefordert. Manche leiden wirklich. Manche leiden unter dem, was ihnen die Isolation oder der unglaublich fordernde, verschärfte Dienst vor allen Dingen in Krankenhäusern und Arztpraxen auferlegen. Andere, und an sie denken wir jetzt ganz besonders, leiden unter Krankheit, unter den Zweifeln an ihrer eigenen Zukunft und andere wieder leiden unter Trauer, Abschied und Tod. Dieses Leiden dieser Zeit soll uns an diesem Tag mitten in der Passionszeit auch beschäftigen. Aber ausgerechnet dieser Sonntag, und das ist eine Weisheit und eine Warnung für alles, was der Welt jetzt in den Wochen des Abstands, des Verzichts, des nach innen gekehrtseins auferlegt wird, gerade dieser Sonntag mitten in der Passionszeit als Weisheit und Warnung sagt, es gibt von allem zu viel. Es gibt zu viel des Ernstes,
Es gibt zu viel der Leidensgeschichten. Es gibt zu viel der schweren Mittel zum heilsamen Zweck. Deshalb muss jeder, müssen heute wir uns freuen können, mitten in diesen Schwierigkeiten und Leidenszeiten. Der mittlere Sonntag ist der fröhliche Sonntag der Passionszeit. Laetare heißt er. Er fordert auf, sich zu freuen. Diese Freude, von der dieser Sonntag predigt in seinen Lesungen und Liedern, diese Freude, die wir heute auf virtuellem Weg miteinander teilen wollen, sie hat im Predigttext, der für Laetare 2020 ausgewählt worden ist, eine unglaublich drastische, unglaublich echte und menschliche Wendung. Da ist uns nämlich das letzte Kapitel aus dem riesigen Trostbuch des Propheten Jesaja aufgeschlagen. Und in diesem letzten Kapitel steht ein weltbekanntes Trostwort, das mit dem allerersten Trost anfängt. Da heißt es: Im Namen, in der Stimme Gottes, ich will euch trösten, wie einem seine Mutter tröstet. Und da wissen wir, wie unmittelbar und wie direkt, wie körperlich, wie wohltuend, wie kreatürlich und wie ganz persönlich dieser Trost ist. Und wir wissen auch, und das kann nicht überbrückt oder schön geredet oder gut gepredigt werden, wir wissen auch, dass dieser Trost, wie einen eine Mutter tröstet, niemals etwas auf Abstand, niemals etwas aus sicherer Distanz ist. Dieser Trost, von dem hier die Rede ist, das ist ein ganz direkter Trost. Da muss alles, was uns jetzt trennt, alles, was jetzt Entfernung nötig macht, da muss das alles einmal wegfallen. Und ehrlich gesagt, reden wir dann nicht nur von einer Zeit, die bis vor kurzem für uns selbstverständlich war und von der wir hoffen, dass sie irgendwann in diesem Jahr wiederkehrt, die unbeschwerte Zeit, in der man jedem die Hand geben und einander in den Arm nehmen konnte, die unbeschwerte Zeit, in der man sich besuchen und aufsuchen, in der man miteinander sprechen und zanken und lachen und weinen konnte. Es ist nicht nur von dieser Zeit die Rede, wenn uns Gottes mütterlicher Trost in Aussicht gestellt wird, sondern da geht es um ein Wegfallen der Form von Virtualität, also Indirektheit, Entfernung, Abstand, die unser Leben mit Gott immer prägt. Denn wenn wir ehrlich sind, auch wenn es gerade jetzt schwerfällt, angesichts der neuen Erfahrung des Abstands, wir sind nie ganz direkt bei Gott. Wir können ihn nicht sehen und er kann uns nicht so berühren, wie dieses letzte Kapitel und dieser erste, letzte Trost bei Jesaja es aussprechen. Wie eine Mutter, die den Sabber wischt und die den Puls und das rasende Herz ihres Kindes durch ihren eigenen Herzschlag beruhigen kann, so dicht sind wir nie dran. Und trotzdem ist das Ziel aller Wege Gottes. Ein großer und sehr ernstzunehmender Theologe des 18. Jahrhunderts hat es tatsächlich in einer Zeit, die ganz auf den Geist und sein Reich sich ausrichtete, zu sagen gewagt, das Ende aller Wege Gottes ist die Leiblichkeit. Das klingt für uns heute wie ein gutes und tragendes Wort. Das Ende aller Wege Gottes wird für uns und für die Patienten und Patientinnen dieser Tage, wird für die Menschheit 2020 auch die Leiblichkeit sein. Eine Leiblichkeit, die wiederhergestellt ist
von dem, was uns heute in Abstand voneinander bringt. Eine Leiblichkeit, die das ganz Direkte, das von Angesicht zu Angesicht, das Hand in Hand stehen, das Herz an Herz sein ermöglichen wird. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist ein wunderbares Wort für diese Tage, in dieser Zeit. Es ist eine Weisheit darin, dass wir auch die Normalität, die wiederkehren wird, nicht für das Ende aller Wege Gottes, nicht für die heile Welt halten sollten. Es gibt noch mehr. Und dieser Laetare-Sonntag, dieser Tag mitten im Leiden, in dem es um das Sich-Freuen geht, dieser Tag wird uns allen hoffentlich im Gedächtnis bleiben und vor Augen stehen, weil er sagt, es kommt noch viel mehr. Aber nicht Schweres, nicht Leid, nicht das, was wir am liebsten von uns hielten, sondern es kommt das, es kommt der, den wir wirklich in die Arme schließen wollen, und er uns. Und es wird sehr nah und es wird sehr dicht und es wird wie am Anfang sehr gut sein. Gemeinschaft in Glaube, Hoffnung und Liebe jetzt ganz besonders brauchen. Wir bringen einander vor dich, die wir uns jetzt nicht leibhaftig sehen und doch wissen, dass wir im Gebet miteinander vor deinem Thron stehen, dass wir gemeinsam dein Herz berühren und dich anrufen für die Not dieser Zeit, für die Menschheit dieser Tage. Wir bringen dir die Kranken in ihren vielen Stadien des Leidens, der Angst, der Einsamkeit, in der Sorge um das, was kommt, in den Schmerzen, die jetzt herrschen, und dann auch in der Erleichterung, wenn sie über den Berg sind. Wir bringen dir alle, die sich um die Kranken an so vielen Orten der Welt sorgen. Hilf du ihnen, dass sie ihren Dienst der Nächstenliebe, ihren Dienst größter Verantwortung durch deine Kraft, ohne Zusammenbruch, ohne zu tiefe Erschöpfung und in der Gewissheit, wie sinnvoll das ist, was sie leisten, tun können. Wir bringen dir die Menschen, die in einer neuen Situation sich fragen, wie lange sie das wohl aushalten. Das sind die Familien, die jetzt Wege finden, wie sie ohne Schule, ohne Kindertagesstätten einen sinnvollen Tagesablauf, ein erfülltes Miteinander und neue Horizonte des Lebens und des Lernens eröffnen können. Sei du bei ihnen, sei du bei allen, die
die wir vor dich bringen, sei du in unserer Mitte, an jedem Ort, an dem wir dich suchen. Und bring uns miteinander dahin, wo du uns trösten wirst, wie einen seine Mutter tröstet. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Herrn, in dessen Namen wir mit der ganzen Welt gemeinsam beten dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.